Ja, guten Morgen. Ein schöner Tag beginnt, Sonne, Frost, sehr schönes Wetter. Da kann man eigentlich nur gut gelaunt sein. Ich bin ein bisschen früh unterwegs. Ich wollte eigentlich wieder wie gehabt hinten auf meinen Bienenvölkern sitzen und das Video machen. Jetzt stehe ich halt hier, aber das kriegen wir auch hin. Heute habe ich gedacht, reden wir ein bisschen über Völkerzahlen. Also nicht direkt über meine Völkerzahlen. Da gibt es ja viele Kommentare dazu schon oder rege Nachfrage. Da will ich eigentlich bei meinem Standpunkt bleiben und das bei YouTube und im Internet eigentlich nicht veröffentlichen. Das hat einfach den Hintergrund, ich kann es nicht aktuell halten. Und dann schwirren da irgendwelche Zahlen durch den Raum und die ich nicht mehr im Griff habe und die vielleicht veraltet sind und das will ich einfach nicht. Also viele haben mich ja in Donaueschingen auch getroffen auf den Berufsimkertagen und da haben wir auch offen drüber gesprochen. Ne? Also für mich das nicht das große Geheimnis. Das große Geheimnis ist deshalb nicht für mich, weil es aus meiner Sicht keine Rückschlüsse auf irgendwelche Einkommen und Fähigkeiten des Imkers zulässt. Aber dazu sage ich gleich noch was. Ich meine, ganz praktisch ist diese Völkeranzahl sicherlich zur ganz groben Einordnung von so einer Imkerei. Das machen ja die Versicherungen, die Berufsgenossenschaften, Finanzämter und auch in der Verpackungsverordnung gibt es ja so eine Untergrenze, jetzt glaube ich neu mit 30 Bienenvölkern. Da wird es ganz gerne genommen. Ich meine, das kann diese Völkeranzahl oder die Anzahl der Völker, das kann diese Zahl auch aussagen. Ne? So ganz grob. Ist schnell erfasst, einfach, fertig. Zum Kontrollieren schon wesentlich schwieriger. Ne? Ja, also ich erfasse die eigentlich, wie gesagt, nur einmal im Jahr und das ist eben, wenn ich die melde für die Berufsgenossenschaft und an das Veterinäramt. Ja, also wer schon länger dabei ist, den Kanal abonniert hat, der wird es auch mitkriegen. Gekriegt haben. Für mich ist das selber in meinem Betrieb, ich habe da nicht immer den Überblick, weil es einfach für mich nicht wichtig ist. Also ich laufe in der Saison nicht an meinen Bienenstand hin, zähle die Bienenvölker und weiß es dann. Ne? Früher war das ganz einfach. Ne? Da hat man zwei, drei Bienenstände gehabt, dann hat man sich das im Kopf gemerkt und jetzt, dann zähle ich die mal. Dann schreibe ich es mir nicht auf und dann am dritten, vierten Bienenstand, dann kommt man schon wieder ein bisschen durcheinander manchmal und deshalb interessiert mich das eigentlich gar nicht. Ich weiß meine Wandergruppen in der Saison, ne, ich weiß, die sind voll, ich habe so und so viele Anhänger voll, ne, so kann man es einfach ganz, ganz deutlich rechnen. Wenn da jetzt eins aufgelöst wird, umgeweißelt wird, was auch immer passiert, dann ersetzt sich das. Weil ich dann ja auch Bienenvölker natürlich habe, die nicht in diesen Wandergruppen sind. Ne? Manche stehen immer am gleichen Ort das ganze Jahr. Dann mache ich meine Ableger, ich mache meine Brutentnahmen, ich mache meine Kunstschwärme, ich löse Völker auf, weil sie nicht gut sind. Ich teile Völker, also das ist ja eine Zahl, ich mache Völker wieder zusammen. Also ich arbeite ja mit den Völkern, das ist ja keine Zahl, die über Wochen konstant ist. Jetzt im Winter schon. Also hoffentlich, wenn wir keine großen Ausfälle haben. Aber wie gesagt, ja, so. Deshalb spielt es für mich keine Rolle. Ein bisschen die Kennzahlengröße, das rechne ich mir dann im Winter aus, ne, wenn ich meine Völkerzahl habe. Ich weiß ja auch, wie viel ich ungefähr eingefüttert habe. Dann kann ich mir den Winterverlust, könnte ich mir ausrechnen. Mache ich eigentlich nicht, weil das bei mir in dem Rahmen ist. Klar, ich weiß, das zähle ich dann in ein, zwei Händen ab, wie viel ich da verliere, das weiß ich dann. Ne? Und wenn ich dann auf einmal mal noch die Füße dazu brauche und dann nochmal die Hände, dann weiß ich, das war blöd dieses Jahr. Und ob das jetzt, also deshalb interessiert mich das da eigentlich auch nicht so wirklich. Man hat ja ein bisschen ein Gefühl, ich weiß, wie viele Kästen ich habe. Wenn der Kasten dann im Frühjahr leer ist und da Futter drin ist, dann weiß ich, das war ein Abgang. Ne? Und dann räume ich das weg und dann ist das auch
erledigt. Ne? Ich bin ja nicht, also ich überwinter in der Regel, klopfen wir, haben Holz hier, haben wir nicht, mit Verlusten, die sind einstellig. Ne? Ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, weil ich gerade gedacht habe, es ist eigentlich echt ein cooles Wetter nochmal heute. Wo waren wir? Auf jeden Fall, ihr könnt gerne natürlich den Daumen nach oben, freue ich mich, wenn es euch gefällt, und den Kanal abonnieren. Ich habe ein bisschen auf Zeit gespielt und gehofft, dass jetzt ich wieder den Faden finde. Ja, genau. Was die Völkerzahl aus meiner Sicht nicht aussagt. Aus meiner Zeit sei es ganz, ganz eigentlich unmöglich, was über den Imker zu sagen. Ja, also die Fähigkeit des Imkers kann ich nicht an der Völkerzahl ableiten. Also das finde ich, kann man eigentlich fast so sagen. Weil die Völkerzahl wirklich was Temporäres ist. Ich kann jedes Jahr, wenn ich viel Geld habe oder eine günstige Bezugswelle, kaufe ich mir jedes Jahr 100 Bienenvölker. Dann schreibe ich immer, wie viele Bienenvölker hast du? 100. Cool, ne? Im Winter gehen von den 100 70, 80 oder 100 kaputt. Trotzdem ist es irgendwo dann ein Imker, der 100 Bienenvölker hat im Sommer. Ein anderer Imker hat 5 Bienenvölker seit 20 Jahren und überwintert die eigentlich nahezu ohne Verluste, tauscht die Königin aus und im Wesentlichen sind es die gleichen Bienenvölker. Beste fähige Imker. Also ich denke, da könnt ihr mir alle folgen und sagen, okay, wer haben wir denn 5? Wenn ich jetzt 100 Bienenvölker natürlich auch praktisch super überwinter, dann ist das ein anderes Management dahinter. Dann kann man da wahrscheinlich den Unterschied schwierig sagen. Ne? Das ist auch schwer zu vergleichen. Das eine ist wirklich Hobby, das andere ist dann Erwerb. Und es kann immer noch sein, dass der Hobby-Imker mehr Ahnung von Bienen hat wie der Erwerbsimker. Also in Nuancen, wenn man es 20 Jahre dann wieder macht, dann hat man schon noch viel andere Sachen gesehen. Also dann wird es, kann man da sicherlich keinen Unterschied machen. Oder es ist ganz arg schwer, da allgemein ist es schwer, eine Aussage zu machen, wenn wir uns dann auf so einem Niveau bewegen. Ne? Dass man lang imkert, dass man gut imkert, also erfolgreich mit den Bienen über den Winter kommt, der Honigerträge hat. Was will man da vergleichen dann? Ne? Ja, jetzt habe ich das Video gedreht und eigentlich meine Frage vergessen, wo ich euch stellen wollte. Und zwar, was ihr glaubt, wie viele Bienenvölker eine Person selber bewirtschaften kann. Also mit Direktvermarktung. Das würde mich wirklich mal interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare, wie da eure Erfahrungen sind, was ihr einschätzt. Ihr habt ja alle Erfahrungen mit der Bienenhaltung. Und da würde ich mich einfach freuen, wenn ihr dazu mal euren Kommentar abgebt. Jetzt aber weiter mit dem Video und viel Spaß. Wenn man dann, der Hobby-Imker will ja nicht ins Finanzielle gehen. Ne? Und das Finanzielle, das könnte man dann wieder als Maßstab ranziehen, ob man erfolgreich ist oder nicht. Aber das hat ja in erster Linie nichts mit dem Imkern zu tun. Weil dieses Imkern, also das an den Bienen arbeiten, das kann man ja mal völlig, kann man das Finanzielle mal völlig außen vor betrachten. Ne? Man kann das über Arbeitsstunden dann vielleicht wieder, wie viel Arbeitsstunden brauche ich pro Bienenvolk, aber das kann man auch schwer machen. Ne? Also es ist ganz arg schwierig, da irgendwie eine Aussage zu treffen. Wenn man dann das Finanzielle nimmt, wenn man sagt, okay, wir bewegen uns im Erwerbsimkerbereich, ein Imker mit 500 Bienenvölkern, der verdient sicherlich mehr wie einer mit 100. Kann man so nicht sagen. Ist ein ganz heikles Thema. Ne? Weil, wenn ich 100 Bienenvölker gute Ernten mache, also gut Imker, und die direkt vermarkte zum richtig geilen Preis, also da kann ich schon Geld verdienen. Ne? Wenn ich jetzt 500 Bienenvölker habe,
das an Großhandel abgebe, das ist ein ganz anderes Imkommen. Und was dann unterm Strich übrig bleibt, da muss man viel, viel tiefer schauen. Man muss die Betriebe sehen, man muss die Kostenstruktur sich irgendwo herleiten. Also das ist einfach unheimlich schwierig, da eine Aussage zu treffen, wenn man die Personen und die Betriebe nicht kennt. Ja, also die Völkerzahlen können eigentlich immer nur so ein Hilfsmittel sein für eine ganz, ganz grobe erste Einschätzung. Ja, weil auch die Völkerzahlen erzählen mir einem ja auch nichts. Auch wenn ich jetzt im Imkerfachhandel gucke und dann ist ja oft die erste Frage, wie viele Bienenvölker hast du und was können wir dir für eine Schleuder anbieten, so ein bisschen. Oder was passt? Das passt halt irgendwie, finde ich, nicht aus meiner Sicht, weil ich muss fragen, wie viel Honig oder wie viele Waben laufen durch die Schleuder. Wenn ich jetzt 10 Bienenvölker habe, macht da 50 Kilo im Schnitt, weil ich halt tipptopp Imker und Wander und, ne, ihr wisst, was ich meine. Dann brauche ich wahrscheinlich eine größere Schleuder wie einer, der 30 Völker hat und die irgendwo in seinem Garten stehen hat und im August im Urlaub ist. Und, ne, also das ist, diese Völkeranzahl an sich ist ja sehr kontrovers zu betrachten. Ja, jetzt scheint hinten wahrscheinlich die Sonne bei den Bienen. Ah, noch nicht ganz. Ja, vielleicht noch schön zu ein bisschen zur Entwicklung vom Kanal. Ne? Also ich bin da echt begeistert. Oder nicht begeistert. Wenn ich jetzt überlege, es ist ja jetzt, ich habe nicht nachgeschaut, aber es dürfte jetzt knapp ein Jahr her sein, dass ich jetzt das erste Video so ein bisschen in der Form gemacht habe. Und eigentlich war das ja wirklich nur gedacht hier für die Imkerkurse, wo ich gebe, so ein bisschen als Unterstützung oder als Einblick. Und es hat sich jetzt eigentlich ganz, ganz passabel entwickelt. Hätte ich nicht gedacht, ne? Also dass wir da weit über 1000 Abonnenten sind in einem Jahr bei so einem Randthema, wo es wie die Imkerei, wo es ja mittlerweile, es gibt ja noch andere Imkerkanäle, aber ich habe mir jetzt da letztes Mal ein bisschen rumgesucht, so arg viel größere gibt es nicht. Es gibt die größeren, aber für das, dass ich eigentlich nicht das Imkern an sich erkläre, sondern einfach nur sage, wie ich es mache und das auch relativ oberflächlich, bin ich echt, echt noch immer, freue ich mich da echt noch, was das für Abonnentenzahlen und auch für Klicks hat, ne? Also vielen Dank an euch, ne? Das hätte ich echt nicht erwartet. Und ja, wie geht es weiter dieses Jahr? Ich weiß es auch nicht, ne? Also, wir haben ja das Betriebsgebäude jetzt dann hoffentlich alles klar gemacht. Da braucht man noch eine Baugenehmigung für ein paar Umbauten. Ich hoffe, dass wir das jetzt alles noch ein bisschen vorantreiben, dass wir dann eben nach Weihnachten da oder im Frühjahr da was machen können. Dann wird es ja auch sicherlich die Möglichkeit geben, dass wir da so einen Tag der offenen Tür machen, wo wir euch gerne oder wo man uns gerne besuchen kann und uns auch mal kennenlernen darf, direkt, nicht zum Anfassen. Nee, das bitte nicht, da bin ich nicht so der Typ dafür. Das steht jetzt noch an. Gut, dann sind jetzt bei uns noch zwei, drei Weihnachtsmärkte, wo wir machen. Also das sind so Sondermärkte, also jetzt nicht so 3, 4 Wochen den Weihnachtsmarkt. Das mache ich gar nicht. Das macht mir keinen Spaß, das will ich nicht. Da bin ich auch nach wie vor nicht so wirklich überzeugt davon. Also jetzt, dass ich hier das so für uns lohnt, für mich lohnt, für die Möglichkeiten, wo es jetzt hier in der Region gibt. Ja, und dann geht es eigentlich schon relativ schnell auf Weihnachten zu, ne? Also Oxalsäurebehandlung, das habe ich eigentlich gedacht, vielleicht übernächste Woche. Gucken wir mal, wie das Wetter wird. Mache ich aber auf jeden Fall noch ein Video. Und ja, das war es eigentlich schon. Ich habe mich schon wieder irgendwie verschwätzt, ne? Heute, ich bin da, ja. Nee, gut. Das war's eigentlich. Ich wünsche euch das alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, Ade.